Guten Tag, mein Name ist Thomas Horn. Ich bin Kfz-Techniker und Repräsentant von Smoke Wizard Deutschland. Smoke Wizard besitzt die Technologie, die den Maßstab setzt und die den der Anforderungen der Automobilbranche gerecht wird. Der Smoke Wizard führt Sie effizient ans Ziel und ohne jegliche Fehldiagnose. Er ist leicht und einfach in der Handhabung, um Leckagen aufzuspüren. Der Flowmeterball und das Manometer bleiben niemals stecken, wie bei anderen Produkten auf dem Markt. Smoke Wizard ist der Weltmarktführer mit dieser Technologie. Bei allen zu testenden Bereichen bleibt der Motor dabei stets abgeschaltet. Der Smoke Wizard ermöglicht Ihnen, sehr unterschiedliche Tests durchzuführen, wie zum Beispiel Vakuumleckagen, Ölverluste oder Windgeräusche und auch Wassereintritt zu lokalisieren, sowie im gesamten Niederdrucksystem. Der Smoke Wizard kommt mit einem sehr umfangreichen Zubehör, um diese Tests durchführen zu können. Mit dem umfangreichen mitgelieferten Zubehör werde ich Ihnen nun zeigen, wie man den Smoke Wizard einsetzt. Inklusive zwei Flaschen Prüfflüssigkeit zu je 355 ml, die ausreichend sind für mehr als 600 Anwendungen. Nachdem Sie Ihren Smoke Wizard entpackt haben, füllen Sie eine Flasche in den dafür vorgesehenen Vorratsbehälter ein. Schließen Sie das rote Kabel an Batterie Plus an und das schwarze Kabel an einen guten Karosserie-Massepunkt. Und die grüne Kontrollleuchte am Gerät leuchtet auf. Sie können Ihre herkömmliche Druckluft von der Werkstatt verwenden, um Tests durchzuführen. Wir haben hier einen Mercedes SLK und werden den Ansaugtrakt überprüfen. Dazu müssen wir an diesem Modell den Luftfilterkasten abbauen. An diesem Fahrzeug können wir nicht direkt mit einem Konus arbeiten. Wir werden hierzu eine Plastikkappe nehmen, um das Drosselklappenteil abzudichten. Der leichteste Zugang an diesem Fahrzeug ist, indem Sie den Bremskraftverstärkerschlauch entfernen. Drücken Sie den Startknopf, dass Rauch produziert werden kann. Achten Sie darauf, dass der Volumenregler auf höchster Stufe eingestellt ist. Um Undichtigkeiten am System besser zu erkennen, ist es ratsam, das Volumen zu reduzieren. Als erstes befüllen Sie das System und dann reduzieren Sie das Volumen. Reduzieren Sie das Volumen, dass der Flowmeterball die 10.000 Inches Marke erreicht. Von dem Smoke Wizard die Versorgungsleitung einzusetzen und wir werden dann sehen, wie der Flowmeterball von 12 Uhr sich Richtung 6 Uhr bewegt und wir können dadurch feststellen, wie groß die Undichtigkeit ist. Wir sehen Rauch aufsteigen und zudem sehen wir am Flowmeterball, dass hier eine Leckage vorliegt. Denn der Flowmeterball bewegt sich zwischen 10 und 20 Tausendstel Inches. Bei einem dichten System würde der Flowmeterball am Boden aufliegen. Diese Leckage kann die Motorkontrollleuchte auslösen und den Fehlercode P0171 hinterlegen. Wo Sie Rauch sehen, ist auch Geld zu verdienen. Ein großer Vorteil ist, dass die spezielle Prüfflüssigkeit mit fluoreszierendem Mittel versetzt ist. Schalten Sie das Kombolicht auf UV um und nutzen dabei die UV-Brille. Wo Sie zuvor Rauch gesehen haben, sehen Sie nun zudem das fluoreszierende Mittel und können exakt die Leckage definieren. Verschwenden Sie nicht länger Ihre kostbare Zeit. Schluss mit Fehldiagnosen. Setzen Sie den Smoke Wizard ein, er führt Sie effizient an Ihr Ziel. Mit dieser Art von Diagnose müssen Sie keine unnötigen Probefahrten durchführen oder sogar Bremsenreiniger einsetzen und Gefahr laufen, dass Sie etwas in Brand setzen. Smoke Wizard ist der Weltmarktführer in der Lecksuchtechnologie.